einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Morgen, je nachdem wann ihr das Video seht, wünsche ich euch. Bei uns ist zumindest gerade Mittag, wir sind immer noch in Spanien, bei uns hat es knappe 20 Grad, es ist der Hammer. Ich bin gleich dabei, mein T-Shirt auszuziehen, so warm ist es momentan. Und kurz noch zur Erinnerung, es ist jetzt gerade erstmal Ende Februar. Der Platz, an dem wir hier stehen, mega geil. Ist an einem nördlichen Punkt, also einem Zulauf, von einem Stausee gelegen. So, und ich merke gerade, dass meine Kamera sich verabschiedet. So, dann muss ich euch mal kurz anders in die Hand nehmen. Geht auch. Das Tolle an diesem Platz ist es nicht nur, dass man hier direkt eigentlich an diesem Fluss dran stehen kann, sondern das Geile ist eigentlich, dass es hier ein Grillplatz ist. Es gibt hier Frischwasser, was stark verchlort ist, wie ganz oft irgendwo in Spanien. Und es gibt halt tatsächlich einen Haufen Grillstellen. Unter der Woche sind die nicht ganz so gut belegt. Am Wochenende, wie schon gesagt, sind die ein bisschen stärker belegt. Da muss man mal gucken, ob man einen guten Platz findet. Ich liebe diesen Platz auf jeden Fall. Und das nächste Geile ist, es gibt hier auch einen riesengroßen Stausee um die Ecke, wo man richtig schön drum rumwandern kann. Der Ort hier heißt Periana. Nähere Infos sucht ihr euch am besten selber. Das ist so ein offizieller, inoffizieller kleiner Stellplatz. Inoffiziell aus dem Grund, eigentlich ist er nirgendwo eingetragen, aber die Einheimischen nutzen ihn auch als Stellplatz oder fast schon als Campingplatz, was mega cool ist am Wochenende, weil hier eine mega geile, ruhige, gechillte, aber doch feierliche Atmosphäre herrscht. Einfach nur ein Hammer. Wir waren vor ein paar Wochen schon mal hier und es ist einfach noch zurückgekommen. Wir sind nämlich gerade wieder eigentlich auf der Rückfahrt und fahren Richtung Deutschland wieder. Und da heute unser freier Tag ist, nehme ich euch jetzt einfach mal mit und zeige euch einfach mal, was wir an so einem freien Tag eigentlich tun. Genug geplappert. Losfahren. Leider. Wollte ich einen Schlüssel nehmen? Achso, Jackie, du sitzt drauf. Da ist er. Nach ein paar Kilometer auf der Autobahn, die ich euch jetzt ein bisschen verschwiegen habe, sind wir dann endlich hier angekommen. Eigentlich sieht es ganz geil aus. Wir stehen gerade mitten in so einem trockenen Flussbett drin. Die Aussicht nach vorne ist natürlich noch geiler, denn wenn ihr das nämlich genau seht, diese Stadt hier, die hat ganz viele solche kleinen Höhlenwohnungen. Also hier oben drüber, über diesem Schild beispielsweise sieht man es. Man sieht die natürlich auch, oh, ein bisschen heller, so. Man sieht die natürlich auch auf der anderen Seite. Da wollten wir eigentlich hinwandern. Das Problem ist, dass wir hier auch nicht parken sollen. Also es kamen jetzt gerade zwei Menschen her, die uns nicht ganz freundlich weggeschickt haben. Und die andere Möglichkeit, die zeige ich euch auch noch schnell. Das wäre der Weg, den wir hochfahren müssten. Auf der anderen Seite wieder runter. Ich habe es gerade ausgemessen. Keine Chance, kommen wir nicht drüber. Also fahren wir jetzt einfach zum nächsten Platz. Oder gucken wir vielleicht von der anderen Seite noch rein. Ja, mal schauen. Wir kriegen das irgendwie hin. So, meine Lieben. Oh, Schlüssel vergessen. Und Jackie? Den müssen wir mitnehmen. Genau. So, wir sind ab mitten in den Wilden Westen. Nee, stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Wir sind in der Wüste von Tabernas. Das ist eine riesengroße trockene Wüste. So knapp 3000 Sonnenstunden im Jahr bei so gut wie keinem Niederschlag. Arschgeil. Wir haben uns ein Plätzchen gefunden. Ich gucke mir das jetzt mal nur zu Fuß an. Also wir haben uns mal den Karren da hinten stehen lassen. Das ist der Grund dafür, weil das ist nämlich eigentlich ein Flussbett, wo wir jetzt hier durchgehen. Und da dahinter könnte eventuell ein Platz sein, so wie ich das auf Google Maps gesehen habe. Was richtig geil ist, hier in der Gegend, also gerade um Tabernas rum, sind ganz viele Filme gedreht worden. Uah, Entschuldigung. Ganz viele Westernstreifen beispielsweise, weil die Gegend hier einfach so aussieht wie eben Texas bzw. Wüste. Ne? Weil die Landschaft einem ja sowas nicht zeigt, haben sie das natürlich hier oben auch noch als Schild hingestellt. Ich habe euch
mich jetzt gerade das Gleiche gezeigt, was ich gerade selber auch gemacht habe, was ich immer wieder mache. Einfach mal dastehen, einfach mal nur sich umdrehen und gucken, wo man denn eigentlich ist. Es ist so geil hier, echt. Also ich stehe hier gerade, wohlgemerkt, in T-Shirt, kurzer Hose und barfuß. Ne? Es hat so 22, 23 Grad. Es ist sau geil. Und halt eben dieses total trockene, aber trotzdem halt überall diese Blumen, die hier noch wachsen. Und ja, achso, übrigens, das da drüben, das könnte unser Platz sein, den habe ich gefunden oder gesehen per Google Maps oder vielleicht da unten. Ich hole jetzt erstmal das Auto und wir fahren hierher. Noch hier auf diesem Flussbett jetzt hoch zu uns, sieht so geil aus. Und die Jackie freut sich gerade den ganzen Tag, die liebt dieses warme Wetter. Ich nehme die Kamera doch nochmal in die Hand. Den Mittag über haben wir jetzt eigentlich damit verbracht, ganz viel durch diesen Canyon durchlaufen und schnuppern zu gehen. Es gibt hier noch eine andere Stelle, wo man auch super stehen würde an so einem, ja, einer kleinen Kurve in diesem Canyon drin. Und oben drüber sind dann, ja, es ist so eine etwas erhöhte Plattform. Das Problem ist, dafür ist mein Auto echt zu tief. Und zu lang vom Radstand, wir kommen da leider nicht hoch, also keine Chance. Auf ein kleines Fahrzeug mit 4x4, sicher geil, auf jeden Fall. Genau, ja. Was ich euch gerade eigentlich sagen wollte, es ist so unheimlich still hier. Es ist wunderschön. Also wenn ich jetzt mal die Klappe halten würde, würde man nur noch so ein, zwei Grillen hören und sonst nichts mehr. Okay, die Jackie, die steht da irgendwo hier. Jackie? Ein bisschen. Und die fragt sich gerade, was ich hier hinten mache. Nachtluft genießen. Genau. Ja, euch wünsche ich mal eine gute Nacht und wir hören uns morgen, also sprich gleich wieder. Morgen. Sehr windig heute. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Wir gehen jetzt mal noch diesen Canyon runterwandern. Und das wird auch schon der Schluss von diesem Video werden. Wir waren gestern Nacht hier noch ewig lang draußen. Es war wunderschön. Die Temperaturen sind in der Nacht, also ich war, glaube ich, um 3 noch mal wach kurz. Da hatten wir mal 16,5 Grad. Aber sonst sind die nicht runtergefallen. Wir haben schon wieder 20 Grad. Das ist nicht mal 10. Geil. So, und das ist der Canyon.